So, und damit heiße ich alle Zuschauer herzlich willkommen hier zum Livestream, zur kleinen Sondersendung hier bei uns. Ja, heute ist ja bekannt gegeben worden, dass Sebastian Vettel Ende des Jahres bei Ferrari aufhört. Das Ferrari und Vettel werden sich trennen. Und ich habe hier unseren Formel-1-Experten von F1 Insider mit dabei, Ralf Bach. Ja, Ralf, wie hast du denn erstmal reagiert, als es dazu kam, jetzt, dass sich Vettel und Ferrari am Ende der Saison trennen? Ich habe mich gewundert, dass sie so lange gebraucht haben, weil meiner Meinung nach wollte Sebastian gar nicht mehr bleiben. Und Ferrari hätte sich die Vertragsangebote, die wahrscheinlich auch nicht gerade in seinem Sinne waren, trotzdem sparen können. Es hat sich abgezeichnet im letzten Jahr, dass er einfach nicht mehr zufrieden war, nicht mehr das volle Vertrauen hatte, weder menschlich noch technisch in das Team und eigentlich schon es in dem Rumort hat, neue Wege zu gehen, was auch immer die bedeuten. Okay, und wie schwer, glaubst du, war es jetzt für Vettel, den Ferrari-Traum überhaupt aufzugeben? Also er wollte ja eigentlich es Schumacher gleich tun, mit Ferrari Weltmeister zu werden. Und jetzt hat er ja selbst dann auch praktisch eigentlich entschieden, diesen Traum aufzugeben. Sagen wir mal so, für ihn waren das am Anfang schöne Flitterwochen, da war der Traum noch da, aber die Flitterwochen wurden schon im dritten Jahr zum Alltag, die Ehe wurde immer brüchiger und ja, in dem Moment, wo Leclerc ins Team kam, hat er das erste Mal schon über Scheidung nachgedacht, da bin ich mir sicher. Also meinst du, dass Charles Leclerc einer der Hauptgründe war, dass es jetzt zum Ende gekommen ist? Ja, auf jeden Fall. Aber nicht, weil er jetzt so gut ist oder so, sondern weil Vettel gespürt hat, dass das ganze Team politisch hinter Leclerc steht. Dazu muss man wissen, er wird von dem Sohn von vier Präsidenten George Todt gemanagt. Nicolas Todt ist dafür bekannt, dass er Intrigen spinnt, dass er seine Fäden zieht und Da seine bin ich mir Fahrer, sicher. besonders bei Also Ferrari, meinst du, dass Charles immer im Leclerc besten einer Licht der Hauptgründe war? stellen zu können. Und ja, und Sepp ist halt kein Politiker. Und gegen solche Gegner, die wirklich mit allen Mitteln kämpfen, allen außer den sportlichen, hat Vettel einfach keine Lust und deshalb auch keine Chance. Und deshalb, glaube ich, hat er da einfach schon ziemlich früh letztes Jahr das Handtuch geschmissen. Meiner Meinung nach, schon Mitte des Jahres fingen die Zweifel an. In Österreich hatte ich mit ihm ein Gespräch, wo ich gemerkt habe, da bröckelt es ganz schön hinter der Wand. Und in Monza gab es dann, glaube ich, den Todesstoß, was die Arbeit Ferrari und Vettel betrifft, als im Qualifying Leclerc ihn einfach auf gut Deutsch verarscht hat. Und da war er auch noch 2 Stunden nach dem Training noch auf 180, wirklich die Zornesröte stand ihm im Gesicht. Er hat Schimpfworte benutzt über Leclerc, die will ich ja gar nicht wiederholen. Und wer Vettel kennt, ist, dass er weiß, dass er ein sehr loyaler Typ ist, auch sehr emotional, aber eins bestimmt nicht, er vergisst nie. Und da war mir klar, okay, das geht nicht mehr gut. Also meinst du auch, dass die diversen Vettel-Dreher auf der Strecke und die anderen Fehler, die ihm da passiert sind, auch dann ein Resultat waren der politischen Spiele, die da hinter den Ferrari-Türen abgingen? Ich glaube, alle, die nicht in so einem Formel-1-Auto sitzen, interpretieren da immer ein bisschen viel mit Nervenschwäche oder Druck zu viel. Das kann ich nicht sagen, das glaube ich einfach nicht, sondern die Jungs müssen da manchmal bei 320 Entscheidungen in Millisekunden treffen. Und dass die eine und andere dann halt mal nicht gut geht, ist auch klar. Aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand in ihm, so ein kleiner Mann, gesagt hat, so jetzt riskierst du mehr als notwendig, nur um es den Leclerc und Co. zu zeigen. Also ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir Fans, oder ich bin ja Berichterstatter, Fans neigen da ein bisschen zu viel immer in die Psyche der Fahrer rein zu interpretieren. Das sehe ich jetzt gar nicht so. Okay, und blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wenn es bei Ferrari nicht weitergeht, traust du Vettel sogar zu, dass er komplett in der Formel 1 das Handtuch werfen wird, oder ist da dann doch eher noch die Tür offen bei Renault oder McLaren? Also, wenn bei Renault die Tür offen ist, dann wäre nicht gut beraten, dahin zu gehen, weil das wäre richtiges Aufbauprogramm. Und bei den Franzosen weiß man ja auch nicht, ob die lange dabei bleiben, ob die vielleicht nächstes Jahr schon aussteigen. Ja, am Ende hängen die am Tropf von Paris und
Der Konzern ist halt auch abhängig von finanziellen Situationen und die sind nicht gut im Moment. Durch Corona, durch andere Dinge. Also die Formel 1 steht bei jedem Konzern im Moment auf dem Prüfstand und langfristig würde es keinen Sinn machen, zum Team zu gehen, das unsicher ist, weil es einem Konzern gehört und dann auch noch nicht mal ein Top-Team ist. Also das würde ja null Sinn machen. McLaren Mercedes oder Mercedes selbst, was vielleicht bald das Gleiche sein wird, das würde für mich am meisten Sinn machen. Also für mich gibt es nur zwei Varianten. Er hört auf, weil er ja eigentlich jemand ist, der sehr viel, fast alles schon erreicht hat und er hat eine glückliche Familie, ist eh kein Typ, der so ein bisschen gerne auf Partys geht oder sich nach außen hin produzieren will. Das heißt, der ist sehr zufrieden mit seinem Leben eigentlich. Und ich denke, er wird jetzt nicht so leiden, wenn er jetzt den Entschluss fällt, ich mache Pause, erstmal Pause oder immer Pause und höre auf. Aber wenn die Sucht noch so groß ist, dass er noch immer oder das Feuer noch so in ihm brennt, dass er weitermachen will, dann denke ich, müsste McLaren Mercedes das Team sein, wo er vielleicht am ehesten hingehen will und kann. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Teamchef Andreas Seidl ein Vertrauter von ihm ist. Die kennen sich seit er ein junger Spund war bei BMW, da war Seidl ein junger Ingenieur, seitdem kennen die sich. Und beide sind jetzt aufgestiegen und wäre schön, wenn die zusammenfinden würden. Also könnte schon passieren, besonders weil McLaren nächstes Jahr Mercedes-Motoren bekommt, was natürlich auch eine große Rolle spielen kann, weil Vettel ist ja noch nie den Motor gefahren, gegen den er seit 2014 immer wieder so kämpfen musste. Ich glaube, die Neugier, den mal zu fahren, ist irgendwie groß bei ihm. Ja, McLaren hat ja auch schon immensen Sprung nach vorne gemacht. Da muss man sich aber noch die Rückstände anschauen. Also Renault ist da ja eher, trampelt da auf der einen Stelle rum. Ja, und die Verbindung, hast du ja schon gesagt, ist Andreas Seidel ist da. Also wäre McLaren das Team jetzt, was du herausstellen würdest, was für Vettel in Frage kommen würde? Ja, oder Mercedes selbst, aber Mercedes sehe ich genauso unsicher, was das Werksteam betrifft, wie Renault. Also ob Mercedes überhaupt weitermacht, zumindest mit dem Team, das steht wirklich noch in den Sternen. Und langfristig planen kann man sowas nicht. Wenn die langfristig planen würden, dann hätten sie jetzt auch langfristige Verträge vielleicht mit ihren Fahrern gemacht. Die behaupten zwar Hamilton, ja, das geht schon, aber. Oder Concorde Agreement haben sich auch noch nicht dazu bekannt. Also es gibt viele Indizien, dass im Moment die Formel 1, das Team, das Silberfall-Team mit Bradley bei Mercedes wirklich auf dem Prüfstand steht. Aber warum nicht mit den Hybridmotoren dabei bleiben und dann zurück zu McLaren als Werksteam zu gehen, wie es früher war. Das heißt, das eigene Team rauszuziehen und dann mit McLaren wieder versuchen, die Tradition aufleben zu lassen, die man ja gemeinsam hatte in den 90er Jahren. Sehe ich als wahrscheinliche Variante und warum dann nicht einen Deutschen und dann auch noch Sebastian Vettel zum Mercedes-Botschafter machen und ihn da fahren lassen. Das würde mal davon abgesehen, ob man überhaupt noch Formel 1 machen will, rein marketingtechnisch totalen Sinn machen für beide Seiten. Ja, Fans spekulieren ja auch immer wieder über die Fahrerrochade zwischen Vettel und Hamilton, also der eine zu Ferrari, der andere zu Mercedes. Hältst du das für realistisch? Ich meine, ich glaube, dass Hamilton genau wie sein Vorbild Ayrton Senna irgendwie am Ende der Fahnenstange mal bei Ferrari fahren will und halt beweisen will, dass wenn er da hingeht, die vielleicht doch gewinnen können. Was natürlich genauso ein Traum ist wie der von Vettel. Machen wir uns nichts vor. Aber das schwer zu sagen. Also wie gesagt, McLaren Mercedes wäre vielleicht die sicherste Variante für ihn, weil die ein reines Formel-1-Team sind, die abhängig sind vom Rennsport im Gegensatz zu dem Konzern. Und allein von der Zukunftsperspektive zum Team zu gehen, das wirklich bei der Stange bleibt und lange dabei bleibt, wäre McLaren wirklich die Nummer eins. Das Hamilton bei Mercedes, er wird in England natürlich verehrt, er wird besonders im Team in England verehrt. Eigentlich fressen ihm die Leute aus der Hand. Aber da in Mercedes in Stuttgart neue Zeiten angebrochen sind, neuer Vorstand, der das ein bisschen realistischer alles einschätzt, auch weniger emotional als die Vorgänger, weiß ich nicht, ob Hamilton da wirklich bei Mercedes noch einen Vertrag machen will. Und selbst wenn er will, kann er das überhaupt noch? Also da gibt es nur Fragezeichen. Es gibt auch Leute wie Marc Sucher, die sagen zum Beispiel, Lewis Hamilton hört auf.
weil er so Indizien zwischen den Zeilen bei ihm gesehen hat, wenn er die Statements in letzter Zeit abgegeben hat. Das ganze Umfeld der Formel 1, außer dem Fahren, das er liebt, gefällt ihm einfach nicht mehr. Er motzt rum, er kritisiert das, er kritisiert jenes, er wollte in Australien nicht fahren, bevor die anderen nicht fahren wollten. Also bei Hamilton halte ich es genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie bei Vettel, dass er aufhört. Das muss man alles sehen, schwierig zu sagen. Aber nochmal, McLaren Mercedes wäre für mich, wenn Sebastian weitermachen will, das Team, wo er hingehen sollte. Okay, und wer würde dann in deinen Augen die Lücke bei Ferrari füllen? Naja, das kommt dazu. Sainz ist einer der Favoriten auf die Nachfolge von Vettel bei Ferrari. Warum Sainz? Er ist sehr schnell, er ist sehr konstant, er hat jetzt schon eine Menge Erfahrung, aber vielleicht ist er nicht, hat er nicht diese aggressive Ausstrahlung, sagen wir mal so, um das Hätschelkind Leclerc zu gefährden. Kurz gefasst, glaube ich, ohne dass es offen sagen, dass Sainz der optimale Nummer-2-Pilot für Ferrari wäre. So ähnlich wie ein Barrichello bei Michael Schumacher. Okay. Würdest du das eigentlich generell als als großes Problem für den deutschen Motorsport sehen, wenn jetzt Sebastian Vettel nur noch in einem McLaren zum Beispiel hinterherfahren würde, weil ja dann praktisch das deutsche Motorsport-Aushängeschild sozusagen nicht mehr großartig da ist oder nicht in dem Ausmaß? Der Motorsport an sich hat ein Problem im Moment. Ob das jetzt mit Vettel zusammenhängt oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Zeiten sind halt schwer. Die einzige Sportart, die in Deutschland anerkannt wird, richtig anerkannt wird und praktisch als Allgemeingut gilt und auch als Lebenselixier, ist Fußball. Alles andere wird in diesen Zeiten in Frage gestellt. Und Motorsport, gerade Formel 1, die Formel 1, die so viele Millionen verschlingt, dass die manchmal so ein bisschen in die Kritik kommt und sagt, ist das noch notwendig, ist ja klar. Das heißt, ob jetzt Vettel noch fährt oder nicht, spielt jetzt keine große Rolle. Für die Formel 1-Fans in Deutschland spielt es vielleicht eine Rolle, aber auch nur vielleicht, weil ich bin der Meinung, die Formel 1-Fans in Deutschland sind Formel 1-Fans, erstmal. Und dann vielleicht auch noch Fan von einem deutschen Fahrer, aber erst dann. Zu Schumachers Zeiten war das völlig anders. Da gab es Schumacher-Fans und die waren vielleicht auch noch Formel-1-Fans. Aber das hat sich total gewandelt. Das heißt, diese Hardcore-Fans werden auch dann weiterhin bei der Stange bleiben. Da bin ich überzeugt von. Okay. Und wie siehst du generell in dieser Saison die Zukunft? Glaubst du, dass überhaupt dieses Jahr noch gefahren wird? Also klappt das mit diesem neuen Rennkalender oder meinst du, dass aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen von Corona in den einzelnen Ländern, dass wir dieses Jahr gar kein Rennen mehr sehen werden? Also im Moment kriege ich nur positives Feedback aus Österreich, was die Planungen betrifft. Aber es liegt auch nicht in Red Bulls Hand, die Zahlen jetzt zu beeinflussen, die infizierten Zahlen. Wenn die jetzt drastisch in die Höhe gehen und Österreich dann wieder sagt, so, und jetzt müssen wir wieder alles dicht machen, dann wird das Rennen einfach nicht stattfinden. Wenn aber jetzt das einigermaßen sich so einspielt, dass die Zahlen so bleiben, wie sie jetzt sind, dann glaube ich, wir werden die Rennen ohne Zuschauer und auch Journalisten gefahren werden. Also so wenig möglich sollen dann, wenig Leute wie möglich sollen dann vor Ort sein, wie es geht. Einfach nur die, die man wirklich braucht. Dann halte ich die Rennen für realistisch, halte auch dann die Rennen in England für realistisch. Allerdings, das ist jetzt die Praxis oder das ist die Realität. Es gibt aber noch über dieser Realität eine andere Wahrheit. Egal, ob jetzt die Voraussetzungen gut oder schlecht sind und geschaffen sind. Wenn der politische Druck aus irgendwelchen Gründen zu groß wird, kann natürlich so ein Rennen auch deshalb noch abgesagt werden. Egal, ob die Voraussetzungen sich geändert haben oder nicht. Das ist schwer zu sagen. Im Moment habe ich aber eher ein gutes Gefühl, dass es in Österreich beginnen wird. Was in England passiert, weiß ich nicht. Was danach kommt, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, in Österreich werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit ein oder wahrscheinlich sogar die zwei Rennen sehen. Aber kann man denn die Rennen überhaupt austragen lassen? Also die ersten jetzt, wenn man gar nicht weiß, ob die Rennen 8 bis 18, sage ich mal, stattfinden? Das weiß man ja nicht. Man geht ja davon aus, wenn man Österreich fährt, dass auch mehr Rennen stattfinden, weil sie ja die ersten sind, logischerweise. Klar werden die dann fahren und hoffen, dass sie so schnell, so viel wie möglich auf den Kalender kriegen. Ich meine,
In Urzeiten der Formel 1 hat man auch 7 oder 8 Rennen, müsste ich nachgucken, nur gebraucht, damit jemand Weltmeister wurde. Also am Ende gewinnt sowieso der mit den meisten Punkten. Aber ja, die werden es, wenn es irgendwie machbar ist und von den Pandemiezahlen vertretbar, dann werden sie es machen. Okay, kommen wir noch mal kurz zum Thema Vettel zurück. Glaubst du, dass er benachteiligt wird in dieser Saison aufgrund, dass er ja Ende des Jahres nicht mehr ein Teil der Ferrari-Familie sein wird? Ferrari wird es nicht zugeben, aber ich meine, vielleicht sollte man Religion studieren, um an das Gute zu glauben. Natürlich wird, nein, Vettel wird nicht benachteiligt, sondern Leclerc wird bevorzugt. Man kann aber sich aussuchen, was das jetzt heißt. Also für mich steht fest, wahrscheinlich auch vorher stand schon fest. Und zwar in dem Moment, wo sich Ferrari zu Leclerc bekannt hat, dadurch, dass sie ihm den langfristigen Vertrag gegeben haben, dass wenn es einen Zweikampf gibt, nicht mehr Leclerc der ist, der vom Gas gehen soll, sondern der andere. Und das ist für mich schon psychologische Benachteiligung von Anfang an. Ich glaube, das ist so, ja. Okay, alles klar. Hast du sonst noch irgendwas Wichtiges mitzuteilen für unsere Zuschauer? Nö, bleibt bei der Stange, macht keine unnötigen Corona-Partys, denn wer wirklich Formel-1-Fan ist und will, dass die Rennen stattfinden, der muss bei sich selbst anfangen, dass sie stattfinden. Weil, wie gesagt, es geht auch um die neuen Zahlen, die wir dann erwarten. Okay, alles klar. Wenn ihr dann auch in den Kommentaren keine weiteren Fragen habt, dann verabschieden wir uns auch schon wieder. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit Vettel und hoffentlich sehen wir bald wieder Rennaction in der Formel 1. Ja, hoffe ich auch. Aber wie gesagt, in Zeiten wie diesen kann man keine hundertprozentigen Prognosen treffen im Moment. Das ist alles. Da fällt mir dann doch noch eine interessante Ja. Frage ein. Wäre es denn moralisch überhaupt vertretbar, die Formel 1 fahren zu lassen? Oder auch jetzt der Vergleich zum Fußball, die Bundesliga geht am Wochenende wieder los. Findest du das gut, dass sportliche Großveranstaltungen wieder losgehen? Ja klar, weil es gibt ja keine Zuschauer. Das heißt, das, was man im Fahrerlager macht, hat man im Griff. Das, was auf den Tribünen und auf den Campingplätzen passiert, hat man nie im Griff. Das heißt, die maximale Sicherheit, die es überhaupt gibt, die wäre gewährleistet. Und deshalb ist es auch vertretbar, klar. Außerdem, die wirklich drunter leiden, sind die Fans, die jetzt dahin fahren wollten und campen und sich das Rennen live angucken. Aber ehrlich gesagt, wer es im Fernsehen gucken wollte, der wird es auch jetzt ohne Zuschauer gucken, denn Formel 1 ist ja nicht Fußball. Klar, die Zuschauer fehlen ein bisschen, aber von der Rennaction her spielten da eher die Zuschauer oder die Atmosphäre, Hockenheim vielleicht mal ausgenommen, spielt ja viel weniger eine Rolle als in jedem Fußballspiel. Ich denke, da ist kein großer Unterschied und das kann man auch durchaus vertreten. Und siehst du generell, weil es jetzt auch so spät losgeht, noch einen Chancen oder Chancen für Ferrari, die ja gerade noch in den Testfahrten doch relativ weit abgeschlagen waren unter den Top-Teams, Aufholchancen jetzt, weil sie ja jetzt 2 Monate oder, ja gut, sie werden ja sogar 4 Monate später starten als eigentlich geplant. Ja, wenn ich an die unbefleckte Empfängnis glaube und an Wunder, dann würde ich wahrscheinlich Ferrari gute Chancen sehen. Da ich aber ein bisschen mehr realistisch bin, glaube ich nicht, dass Ferrari so konkurrenzfähig sei, jetzt mit legalem Motor so konkurrenzfähig sein wird wie letztes Jahr mit illegalem. Wie ja jeder weiß, gab es ja dieses Abkommen mit der FIA, das ominöse, wo man Ferrari zwar nicht 100% nachweisen konnte, wie sie illegal waren, aber dass sie es waren, weiß jeder. Und sie muss den Motor dann zurückdrehen, also zurückbauen und auf legale Ebene behiefen. Und ab dem Moment haben sie eine halbe Sekunde, manchmal sogar eine Sekunde pro Runde verloren und waren nirgendwo. Das heißt, das weiß zum Beispiel Vettel auch. Er wollte moralisch auch nicht so gewinnen, das weiß ich. Und er weiß auch jetzt, wo sie wieder legal fahren müssen, ist die Chance noch viel weniger da. Also um den Kreis zu schließen, das war auch ein Grund für ihn, da keine Lust mehr zu haben. Nein, sie werden keine Chance haben. Okay, ich glaube, mit diesem Schlussplädoyer beenden wir dann den Stream. Ralf Bach, ich danke dir für deine Zeit und für deine Danke dir auch. Expertise. Und ja, bleibt gesund, bleibt sportlich und wir verabschieden uns.
Ja, und klickt schön F1 Insider an. Genau. Tschüss. Mehr Infos gibt es auf dieser Seite. Tschüss. Ciao.